So. Oder da ist er. So, zwei. Okay, Nummer eins. Alter. Krieg ich schon zu viel, ne? Krieg ich schon zu viel hier. Der wackelt so viel rum. So. Okay. Oder so einer auf Stufe 2. Ja, wo ziele ich denn hin hier? Ups. Nachladen. Komm her, Pussy. Junge. Der Outshield, der geht aber auch richtig auf den Nerv, ne? Also egal, wo du hinziehst, jetzt geht auf einmal irgendwo anders hin. So, Posten haben wir. Ich brauche das Ethanol. Da haben wir schon wieder 125. Das Kommunikationszeitalter ist doch nicht tot, Baby. Und da ist noch was im Plünder? Ja. So ein bisschen. Das war ganz schön knapp bei uns in Prosperity. Alles einsammeln hier. Hä? Warum legt er sich nicht hin? Naja, machen wir halt so. So, Titan haben wir. Alles mitnehmen. Die brauchen es eh nicht mehr. Würde ich sagen, Munition auffüllen. Hier nochmal eben reingehen. Dann starten wir das nochmal direkt neu. Ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn das hier endgültig auseinanderfällt. Wir haben zwar eine ungefähre Ahnung, wie das Zeug funktioniert und können auch kleinere Reparaturen machen, aber ein ganzes Funksystem von Grund auf neu aufbauen, dafür hat hier keiner das nötige Know-how. Mein Gott. Wir können ja auch nicht mal eben nachschlagen oder so. Hoffentlich hat irgendwo irgendwer eine Bibliothek auswendig gelernt. Boah. Das ist das Problem, ne? Wenn dann das Wissen nicht mehr da ist. Okay. Das haben wir nachgefüllt. Dann holen wir uns jetzt mal hier das Ethanol. Gib dich so Außenposten. Bleib bei meiner aktuellen Position. Kriegen wir. Sie haben die Radarstation zurückgeholt. Sie ist wieder voller Ethanol, aber pass auf den Alarm auf. Der ruft einen Vollstrecker. Die wir von hier aus nicht avisiert. Hä? Junge! Junge!
Manchmal geht mir sowas auf den Sack. Der trifft einfach nicht und der eiert hier rum. Das ist unglaublich. Okay. Dieser scheiß Auto-Hit, den kannst du echt vergessen, ey. Der zieht einfach mal. Der zieht einfach mal auch über den Kopf drüber. Wo kommst du her? Ja, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich muss hier mal gerade mich heilen. So, wo sind die? Booms. Ziel eingenommen. Ah, trotz Alarmauslösung. Einfach das mit den. Der eiert so rum mit dem Scharfschützengewehr. Das kannst du echt vergessen. Mit Prosperity wird alles gut. Keine Sorge. Machen wir um Prosperity so gar keine Sorgen. Wie kommst du da drauf, dass ich mir da Sorgen mache? So. Hier habe ich schon gelootet. Sonst ist hier keiner. Dann füllen wir Munition auf. Ju! Plünderbare Beute Nummer 100 gäbe es da. Und da gäbe es auch nochmal 50. Da gibt es schon 300. Da haben wir noch gar nichts geholt. Hier haben wir noch nichts geholt. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, das ist erledigt, okay. Ich würde sagen, mache ich hier einfach nochmal schnell Reise dahin. Und dann machen wir den auch noch auf Stufe. Zwei. Prosperity wäre ohne dich jetzt nur noch Staub. Versuch's mal mit dem Bogen. Hallo Kumpel. Weil der macht ja schon viel viel Damage, ne? Der Scharfschützengewehr, wenn der den dann trifft. Weil der hat ja einfach nur den Helm weggeschossen. Alarm 1 ausgeschaltet.
Alarm 2 ausgeschaltet. Schon wieder. Keine Chance. So. Da ist mal. Der zweite Schuss hat ja jetzt mal gesessen. Da hat auch mal der erste Schuss gesessen. So, die laufen jetzt alle hier in den Wald, dann laufe ich mal hier hin. Wir werden dir deine Zähne brechen, hörst du? Wo schießt der denn? Da. Alter! Weg hier, weg hier! Hast du relativ gut hingekriegt bisher. Hä? Warum habe ich meine Waffe nicht mehr? Da ist der. Kannst du da nochmal drauf schießen, interessiert die nicht, ne? Der hat sie trotzdem noch gezuckt. So. Okay, scheint noch einer zu sein. Das ist schon, das hätte ich noch nicht befreit, weil der noch am Leben war. Ah, da hinten ist er. Und der war noch ein Scharfschütze. Guck dir das an, dieses Auto-Hit-Gedöns. Ja, wie er die einfach auch drum rumgeeiert hat, Kassett. Du hast geschossen, geht der Schuss links. Du hast geschossen, geht der Schuss rechts. Links, rechts, links, rechts. Die ganze Zeit an dem vorbei. Was soll denn der Scheiß? Kein Alarm. Ja, die haben wir ja vorher ausgeschaltet. Wir sind nämlich immer noch in der Unterzahl. So, 250 Liter nur noch mal eben dazu geholt. Recht hast du. Dann holen wir uns hier direkt die Munition. Zack. So, was habe ich denn jetzt an Ethanol? Ich habe wieder 936. Damit lässt sich doch bestimmt schon wieder was anfangen. So, könnten ja hier mit der ganzen Chose weitermachen. Von hier aus starten, dann das angreifen. Und hier noch so ein bisschen rübergehen, ne? Weil ja, hier genau meine Schatzsuche ist ja noch hier. Tja, ist so keine Schnellreise hin. Warte, ich war doch nicht Helikopter, ne? Ich. Bei Stufe 2 gibt es noch Helikopter, oder nicht? Oder was? Scheint. Der gibt es aber auch nicht auf, ne? Ich habe gehört, die Edener würden sich für dich interessieren. Schade. Kein Helikopter. Ach, hier war doch ein Helikopter, oder? Sieht man das irgendwo? Ja, komm. Wir machen eine Schnellreise hier hin. Und dann gehen wir einfach zum nächsten Außenposten.
Hi, Sir. Zu dem da. Gott sei Dank warst du während der Belagerung da. Ja, Fahrzeug, nehmen wir uns aber mit. Lieb, doch die Seele beflügelt. Da nehmen wir uns aber ein Fahrzeug mit. Hab ich schon was hier mit Stufe 3? Nee. Oh ja, unser. Unser schönen blauen Wagen hier. Sieht so komisch aus. Ich will doch darüber. Na egal. Wir folgen der Strecke. Der Navi hat meistens immer recht. Darf ich meine Frau auch immer wieder. Das Navi hat meist recht. Moment. Da war gerade ein Foto. Teufels Reise. Ich dachte, dass es hier noch etwas Nahrung gibt. Und es gab wirklich ein besseres bisschen. Offenbar wurde auch die Ratten dezimiert. Also hatte ich eine echte Chance auf was zu essen. Ich habe auch ein paar andere gefunden, die auf der Suche nach Nahrung waren. Kleine Kinder. Ich wollte mir mein Essen nehmen und abhauen, aber dann dachte ich an, ach so dumm, an wie Krill, ganz ohne Grund. Und ich beschloss dort zu bleiben und mein Essen zu teilen. Sie sind nicht geblieben, haben mir nicht vertraut und verdammt nochmal, das verstehe ich. Ich denke gerne, dass sie noch irgendwo da draußen sind und leben, dank meiner Hilfe. Finde die richtige Position und richte das Foto aus. Da. Ah. Ich habe mal so ein... Sind die dumm? Die Frage ist natürlich, sind die dumm. Joa. Das ist mal eine richtig gute Patrouille. Moin. Du bist aber ein richtiger Blitzmerker, ey. Ja. Paar Probleme schon mal weniger. Ja, das ist doch so ein gelbes Mistvieh, ne? Mal einfach ausprobieren. Macht ihm gar keinen Schaden. Ah, man muss ihn in der Seite treffen. Deswegen ist das so gelb. Oh, schießt du nicht? Willst du mich verarschen? Ich hab zigmal gerade drauf gedrückt. Der hat einfach nicht geschossen. Junge! Weil die Beute lasse ich mir von dir, Mistvieh, bestimmt nicht nehmen. So. So. Das ist meine Beute hier. Schwinde. Ich habe jetzt endlich mal so ein gelbes Vieh erwischt. Ich bin dein Kumpel!
wohl da. Alter! Hat der mit der Panzerfaust auf mich geschossen? Junge! Schick deine scheiß Panzerfaust weg. Seid ihr hier drauf, ey?